Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask Combined Randomizer. Beim letzten Mal haben wir... Was haben wir letztes Mal? Stonehead Temple gemacht? Ich denke schon. Und heute... können wir, glaube ich, den Wassertempel und den Spirit Temple beenden. Denke ich, dass das eine Möglichkeit ist. Also, auf zum Erwachsenwerden. Ja. was haben wir denn so alles? Das ist schon ein Weilchen her für mich. Uns fehlt immer noch Epona's Song für MM, genauso wie Bossa, New Wave Bossa Nova. Huch. Das war für... Light Arrows, Cutscene, glaube ich. Weil wir Shadow und Spirit Medaillen haben. Macht Sinn, glaube ich. In den Schatten müssen wir auch noch rein, aber da fehlt uns Nocturne of Shadow für. Also fehlt uns noch drei wichtige Lieder, tatsächlich. So, ja, wir haben ja Goron Tunic. Yikes. Na gut. Zurück zum Wassertempo. Wann wir denn eigentlich gekommen? Ist mir der Boss übrig, ne? Hier? Kann das sein? Is this a possibility? Glaube ja, ich glaube, wir müssen nur noch den Boss hier machen. Hat das Wasserlevel nicht gespeichert? Oder beziehungsweise es hat es gespeichert. Das ist blöd. Ja. Wir kriegen mal das Wasser noch mal ganz hoch. Müssen wir hier rein, ne? Ne, müssen wir nicht. Wir müssen. Bim, 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 bim. 118 neuen Elements. Wir müssen war das hier? Entschuldigung, das ist schon ein Moment her. Ist hier, wo wir höher kommen? Ja. Und nein, was habe ich getan? Es war nicht strichstich. Watch out! Slap. Okay, wir haben ja immerhin den Longshot bekommen, letztes Mal Majora's Mask. Den können wir das hier jetzt alles machen. Den Rest. Na. So witzig ist, dass das dabei sogar noch hier benötigt wird, in dem Dungeon. Und in allen anderen Master Quest Dungeons braucht man den Song of Time. Entweder fürs Optionales oder für Weiterkommen. So, auf zum Boss. Ja. Machen wir den hier. Den Old Morpher weg. Okay. Und noch eine Fee. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Nicht? Ich habe noch zwei Schlüssel. Weiß keiner, was das. Ich glaube, wir hatten eigentlich alles gemacht. Ja, haben wir nicht. Keine Ahnung. Huch. Und keine Eisenschuhe.
Lauf, Link! Okay. Einmal zu Mr. Wassertentakel Boy. Mag den Boss nicht. Der ist zu wobbelig. Na, Link, bitte dich. Was macht er denn? Kann nun wirklich so schwer sein, das Vieh anzuvisieren, oder? Oh, das Gefühl, ich sollte einfach selber ziehen mit dem Longshot. Mist. Ich kann das Vieh in der Ecke festsetzen. Zwei Treffer ist schon in Ordnung. Ich sehe, wo das Problem ist, wenn sich das viel bewegt. Wenn sich das Vieh in dem Tentakel bewegt, dann verliert es die Hitbox. Also mehr oder weniger. Ich mag diesen Moskau überhaupt nicht. Und der zweite? Auch da. Doch. Der Kampf ist echt ätzend. Und nicht mal schwer. Also, wenn das Fern greift, dann macht es aber schon ordentlich Schaden. Ich glaube, das macht ein Herz. Vielleicht auch zwei. Also schon ordentlich, was für ein Schaden das Ding drücken kann. Well, 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 well. Also ich mach mal den Wassertempel noch nicht weg, weil ich nicht weiß, wie viele Kisten so wir haben. Aber wir haben auf jeden Fall... Uch, ich ist der richtige Watertempel. Und Bombjuice. Ten Bomberjuice. 3 Emerald. Damit können wir das Wasser wieder leer machen. Alle. Na gut.
Aha. Eispfeile. Das können nur die von Majora's Mask sein. Das bedeutet, dass wir in der Theorie Red Bear Temple zum Großen machen könnten, wenn wir da hinkommen würden. Ja. Okay, warum schwimme ich rüber? Weiß ich nicht. Ich hätte eigentlich einfach. Ja. Ich hätte einfach. Tempo. Light Arrows Cutscene. Bin sicher, dass es die war. Left Chest. Was noch nicht gemacht? Die linke Seite der des Labyrinths. Ah ne, weil wir jetzt ja erst die Silver Gauntlet bekommen haben auch. Das ist natürlich boah. Nein, nicht die Zeit. Wir können halt auch nicht wirklich den Feuertempel machen, weil wir den Hammer brauchen. Können mit Sicherheit mal reinschauen und so, aber. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtiger als die Medaillen zu bringen. Ach. Hat halt zumindest vielleicht eine Map oder einen Kompass für ein Wartempel hier. Können wir eigentlich mal schauen. Mit der Quarantäne ist es zumindest auch angenehmer. Sich umzuschauen. Für das nächste Mal. Also, ich hab's bei meinem super Randomizer da für Ocarina of Time. Da wo ich halt fast alles gerandomized hatte. Da hatte ich tatsächlich gemacht, dass Map und Kompass sofort an waren für die Dungeons. Einfach um Zeit zu sparen. Also, ich sag um Zeit zu sparen, aber einfach um die Kisten und sowas zu sehen. Hier haben wir. Wo wir jetzt sowas nicht mehr brauchen. Hallo. Was war denn das für eine Farbe? War das irgendwie. Na gut. Annehmbar. Aber wir müssen trotzdem. Wir müssen erstmal den Feuertempel bis jetzt schon. Aber nur ein bisschen. Sagt mir der Tracker, wie viel das könnte man holen. Ach so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wenn 2 nichts ist. Ei. Ups, ich wollte eigentlich rückwärts springen. Na gut. Erstmal die Beine brechen. Oh, hoffe ich, das ist hier nicht Master Quest. Ist es nicht. Doch, ist es. Ouch. Jetzt weiß ich nicht, wie viel wir machen können. Ich bin nicht sicher, ob wir Kisten mal kriegen können. Eieiei. Aber immerhin haben wir den Kompass hier. Das ist schon gut. Achso, und dann hier gibt es zwei oder drei Iron Knuckles. Im Master Quest mögen sie es halt wirklich, die starken Gegner öfters mal zu benutzen. Ja, normalerweise gibt es die Iron Knuckles nur.
Im Spirit Temple 2 insgesamt und in Ganons Turm nochmal 2. Wow! Der Damage ist insane. Wow! Bombas. It's the Bombas. Wie sonst nichts? Warum blinkerst du? Eh keine Kiste drin. Warum mache ich mir die Mühe? Was würdest du uns doch sagen, wenn hier was drin wäre? Oh nein, das ist das Vieh. Ja, man braucht den Hammer nicht für die. Der Hammer macht es aber um einiges einfacher. Und dann gibt es, glaube ich, zwei hier in dem. It's the Bomber. Schlüssel. Ach ja. Ärgerlich. Bebebebe. Das Small Key. Nein. Hallo. Wir das haben. Schöne Kiste. Weiß, was da drin sein könnte. Wenn er der Hammer ist, dann kann er nicht. Könnte da drin sein. Die Light Arrows könnten noch drin sein. Oder so viele andere Items noch. So der Hookshot für Majora's Mask. Mano. Auf. Jetzt da. Ich frage mich halt gerade, können wir den Dungeon überhaupt machen? Ohne Magie? Weil wir sollen hier die Fackeln anzünden. Und die Fackeln da. Wir können hier nicht mal was machen. Damn. Also das war ja ein kurzer Ausflug, ey. Na gut. Mano. Yikes. Yikes. Braucht halt so dringend Magie hier in Ocarina of Time, ist halt echt nicht mehr witzig. Haben wir hier eigentlich den Kompass? Ich glaube ja, ne? Waren wir hier noch gar nicht drin? Sieht auf jeden Fall so aus, als ob wir hier noch nicht drin gewesen wären. Vielleicht, dass man hier El Hammer benutzt. Und man kann einfach so machen. So, Magie oder der Hammer oder von Gauntlets ist fast komplett useless. Passt.
Gibt uns immerhin ein Spot. Zwar können wir jetzt die Feenquelle bei Ganon's Castle anschauen. Immerhin, ne? Spirit Temple ist übrigens sehr viel unterschiedlicher im Vergleich zum normalen Master Quest. Master Quest hüpft man tatsächlich öfters mal hin und her. Also öfters als sonst. Und ich sehe auch hier gerade kein Mana Mana. Kein Progress Progress. Das ist nicht so gut. Was du? Jetzt in the middle? Was wie ein Schlüssel. Ja. Ah, wir können zur Kindlingsseite mal rüberschauen. Müssen wir mal kurz hier. Ah, machen wir erstmal, gehen wir erstmal hier unten lang. Wir waren sogar hier. Ich erinnere mich. Das junge Link kam ja nur bis hier. Damals junger Link nicht weiter, weil. Ich erinnere mich, wir haben das Rätsel hier eigentlich gemacht gehabt. Goddammit. Und dann müssten wir aber gehen, weil. Hab ich doch richtig. Ja, warte mal. Weil irgendwas nicht geklappt hat oder gefehlt hat. Eine Sekunde. Irgendwas lief nicht, deswegen mussten wir gehen. Merkwürdig, merkwürdig. Listen. Bloß nicht. Einmal. Bin nicht ganz sicher, was hier das Problem war. Aber wir werden das jeden Moment herausfinden. Au. Nö, nicht das hier jetzt wieder. Kein Mann, Mann. Weißt du, dass einer der Blöcke in der Nähe war, der das da aufgemacht hat, ne? Hast du das? Nö. Was er wahrscheinlich. Nein, nicht das Geld, das sind mindestens 35 Rubine. Wir brauchen Magie halt. Magie ist ein, ist tatsächlich ein Key-Item, das wir benötigen. Weil sonst können wir die Light Arrows nicht benutzen.
Und ohne Light Arrows können wir gerne nicht besiegen. Aha. Genauso wie wir für Majora's Mask unbedingt Zora brauchen. Hier nicht. Doch klar, wir haben den Iron Knuckles weggemacht. Oder? Jo. Aber schneller, wenn wir einfach runterhüpfen. Nein, tu es nicht, Link. Bring mir sich die Lösung. Dass die Kiste noch nicht da ist. Wir müssen auch rüber auf Buchschatten. Oh wow. Kurzer Banger Alert. Ja, Moment mal. Wow. Hier sind vier Kisten in der Lobby. Vierte Tochter, wenn wir alle Silver Rupees haben. So. Und sind wir wieder im Mittelraum. Lustigerweise, dieser Block hier bleibt vorgeschoben für den Jungling. Weil es halt in der Vergangenheit ist. Einmal ran. Ja. Mr. Hand. Lass uns mal kurz hier durch. Oh. Yikes. Bombe in the hole. Bomber! What? Toxic. Huh? They say that you can unlock Sonic and Tails in Super Smash Bros. Melee. No way! It's a normal Kiste. Ich glaube, das ist ein Schalter, für den wir den Hammer brauchen. Glaube ich. Das ist die. Also der Knopf, den wir. Oh. Das ist der normale Knopf. Wir dürfen das Lied jetzt hier ein paar Mal spielen. Wie gesagt, Master Quest liebt es, den Song of Time benutzen zu müssen. Weil da oben drauf ist eine kleine Kiste. Also so eine kleine Box. Die war für den Schalter. Aber. Naja. Deswegen guckt der Link auch gerade so blöd. Was mir auf jeden Fall schon immer aufgefallen ist, vor allem als Kind, Link hat eine echt lange Nase. Aber haben. Fast alle Charaktere hier in dem Spiel. Boing. Das war weggemacht. Nüsse. Und ein Schalter.